So, World of Warcraft Instanzen Maraudern Faulsporenhöhle. Im Hintergrund ein bisschen Musik. Was gerade ausgelaufen ist, war Anno. Ja, vor Ewigkeiten Level 33 Hexer. Danke, hab mich nur gewundert, dass es solche fahrbaren Untersätze nun gibt. Ja, die sind richtig cool. Also, das ist. Den fahre ich auch richtig gern. Den habe ich sehr, sehr lange gefarmt, dieses Motorrad, ja, damit ich den benutzen kann. Und das geht jetzt auch ganz gut so. Aber mir ist es halt lieber, wenn ich quasi alleine im Motorrad sitze, als wenn ich diesen, diesen Begleiter dabei habe. Ja, wenn du magst, ne? In der Gilde Marvus Zoccus Mastercard Bank ist noch genug Platz für weitere Klassen und spielwütige Helden. Die sagen, ein Abenteuer ist mir nie zu schwierig. 7 Beweglichkeit, da muss ich Bedarf drauf machen. Hilft nichts, meiner ist zu schlecht. Um den einfach liegen zu lassen. Viele wollen halt was für ihr Geld, ja. Optisch. Na, jetzt habe ich gegiert. Ich will nicht gieren, ich will entzaubern. Wie lange brauchst du bis Level 100? So. So ein bisschen. Ich spiele ohne Erbstücke und alles, also da bin ich schon weich und beschäftigt. Hey Kumpel, das ist die falsche Seite. Wrong way. Boah, da habe ich immer so ein Spiel gespielt, ein Autorennspiel. Der hat immer gesagt, wrong way, wenn du irgendwo falsch in die falsche Richtung gefahren bist. Ladies and gentlemen, please start your engines. Irgend so ein, ich weiß das nicht, Spiel. Aber mit Erbstücken bist du sehr viel schneller Level 100. Also der eine oder andere hat mir schon gesagt, du kannst in einem Tag quasi Level 90 werden. Also das ist... Da musst du halt den ganzen Tag spielen, Instanzen machen und so. Da kannst du schon sehr schnell vorankommen. Aber ich spiele absichtlich ohne alles. Einfach um den... Das Spiel länger genießen zu können. Weil ich queste wahnsinnig gern. Vor allem in Gebieten, die mir quasi noch was bringen. Graue Quests machen oder so tue ich auch schon mal. Aber halt nicht irgendwie, wenn es mir nicht unbedingt was bringt. Levelrüstung auf Doom, genau. Dr. Dooms Levelrüstung. Oh, jetzt im Hintergrund. Na, was ist das? Könnt ihr im Chat auch bestimmt auch erraten. Auch ein Klassiker. Da soll jetzt übrigens ein sehr ähnliches Spiel rauskommen, nur mit Wikingern. Was auch von denen ist. Na, keine Abenteuer, danke. Toll. Ja, gedacht, da folgt jetzt wirklich jemand. Dann war das wieder so ein Troll-Follow. Keine Abenteuer, danke. Na gut. Dann lebe halt nur ich sie. Auch in Ordnung. Solange ihr zuschaut, ist alles gut. Aber ihr könntet halt mitspielen, ne? Würde das Interesse daran bestehen. So, die entzauber ich gleich mal hier. Oh, schönen blauen Splitter erhalten. Meine blöde Glyphe habe ich übrigens immer noch nicht, ja? Die Glyphe, mit der ich jetzt quasi, dass der Aspekt des Rudels einfach ausgeht, sobald ich Schaden nehme. Aber die Glyphe kostet auch 400 Gold oder so. Also das Gold habe ich einfach nicht. Ich habe heute zwar echt guten Reibach gemacht und bin jetzt auf 203 Gold. Aber wir reden von einer Glyphe, einer geringen kleinen Glyphe, die sonst nichts bringt. Ja, sonst habe ich eh nichts. Was ist ein Troll-Follow? Ja. Fühlst du dich angesprochen damit? Ist zu
zuklappen. So, das Lied übrigens im Hintergrund ist von Siedler. Hat das jemand von euch gespielt? Die Siedler. Schönes Spiel gewesen damals. Also diesen unglaublichen Wuselfaktor. So, haben wir schon den Endboss hier. Die Instanzfolgen sind immer so kurz. Es ist gar nicht so, dass das irgendwie... Weiß ich nicht, sind 5 Minuten oder was? Und dann ist so eine Instanz schon wieder durch. Arbeit abgeschlossen. Ja, schön war's. Stoffgürtel. Ich brauch den nicht. Oh, der Heiler bietet noch ein Dungeon an. Gut, dann war das aber hier ein Teil von Maraudern.